Ich mag das Lied Auf dich vertrauen, ein Lied, was gerade im jugendlichen Bereich die Menschen mit einem Refrain sofort in Bewegung setzt und sie fast mitkrölen, das mit einem Na-Na-Na-Na-Teil. Und es ist einer von über 20 Songs in dem Liederbuch, die extra für den Kirchentag neu geschrieben wurden, sagt Kirchentagspfarrer Arndt Schomerus. Insgesamt haben es genau 126 Stücke ins Kirchentagsliederbuch geschafft, darunter auch die Dortmunder Stadionhymne. Also ein Lied, was in Dortmund Bezug hat, ist You Never Walk Alone. Wir wollen jetzt nicht als Kirche sagen, dass wir jetzt unbedingt dieses Fußball-Fan-Lied reinnehmen wollen, aber You Never Walk Alone, auch in seiner Geschichte, ist eigentlich eine Übertragung des Kirchentagspsalms, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, viele kennen dieses. Und das ist schon sowohl Gänsehautmoment als auch eben, wo ganz, ganz viel deutlich wird von den Texten und von Vertrauen, worum es beim Kirchentag in Dortmund geht. Wer als Dauerteilnehmer für den Kirchentag angemeldet ist, der hat das Liederbuch automatisch zugeschickt bekommen. Man kann es aber auch kaufen, online für 5 Euro im Kirchentagsshop. Das Liederbuch ist übrigens auch als App auf dem Markt, inklusive Musikdateien zum Mitsingen. Und Arndt Schomerus ist sicher, viele der Lieder werden auch ihren Weg in die Gemeinden finden. Im Jahr 2017 wurde eine Befragung gemacht zum evangelischen Gesangbuch. Und da kommt unter anderem raus, dass die Kirchentagsliederbücher neben dem evangelischen Gesangbuch am weitesten verbreitet sind, weil die Gemeinden mögen es. Hubert Mauch, evangelische Redaktion.